4 Millionen Besucher pro Jahr. Eines der bekanntesten Bauwerke der Welt. UNESCO-Weltkulturerbe. Das Opernhaus von Sydney. Und genau dort hat Conchita ein ausverkauftes Konzert gespielt. Sie essen jetzt zu Mittag, 12.38 Uhr. Conchita in Australien isst zu Abend. Das ist Ö3. Hello Australia. Guten Abend. Es ist gerade Abendessenszeit. Schön gegessen, gut gegessen? Ja. Ich habe gut gegessen, vielen Dank. Wie soll es mir denn anders gehen? Nach so einer wunderschönen Nacht und so einem tollen Konzert und ich schwebe noch immer. Ich glaube, jeder Mensch, der auf diesem Planeten in irgendeiner Art und Weise Musik macht, möchte irgendwann mal auf dieser Bühne stehen und musizieren dürfen. Es war ein absolutes Highlight meiner bisherigen Karriere. Warst du nervös? Ich war wahnsinnig nervös. Natürlich schon, weil es einfach die Sydney Oper ist und weil es so weit weg von zu Hause ist, ist es natürlich was Besonderes, dass man es geschafft hat, hier irgendeine Fanbase aufzubauen und dann tatsächlich dieses Opernhaus auch ausverkauft. Als ich das gehört habe, ich konnte es nicht glauben. Ganz kurz noch, wie ist das Wetter da in Australien? Ach, es ist Sommer. Ich hatte letzten Sonntag frei. Dann haben wir den ganzen Tag auf einem Boot verbracht und sind von Strand zu Strand gesegelt. Und ich habe mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und bin im Ozean geschwommen, habe in Muscheln getaucht. Ja. Wie ist es in Wien? Nebelig. Aber ich komme ja auch wieder nach Hause, also mir wird das Lachen schon vergehen. Vielen Dank, liebe Grüße und kommt alle gut wieder nach Hause. Ja, das werden wir. Vielen Dank, hab einen wunderschönen Tag.